Hallihallo, ich begrüße euch. Schön, dass ihr dabei seid bei Conny Canarias und Land und Leute. Ja, heute sind wir in Arucas unterwegs. Ich werde euch mal ein bisschen von Arucas erzählen. Und zwar, die Gemeinde Arucas liegt 600 Meter über dem Meeresspiegel im Norden von Gran Canaria. Es ist ein von Menschenhand verändertes Gebiet. Dort finden wir Ortschaften, Wasserstellen, Landwirtschaft, Terrassenbeete. In der Stadt Arucas können wir die Kirche San Juan Bautista, Johannes der Täuferkirche, bewundern. Die Kirche wurde ohne Einsatz von technologischen oder mechanischen Hilfsmitteln in Handarbeit aufgebaut, mit besonderen Fähigkeiten ihrer Erbauern. Und das Dorf, das war Zeuge. Der erste Stein wurde 1909 gelegt und 1917 öffnet sie ihre Pforten den Gläubigen. Doch vollendet wurde sie erst 60 Jahre später, 1962. Dann 1967 der Glockenturm. Man entschied sich für den neugotischen Stil, um so prunkvolle Verzierungen in den Stein einzuarbeiten. Und zwar von den einheimischen Steinmetzen. Eine traditionelle Handwerkskunst in der Gemeinde. Das grandiose Aussehen verleihen die Türme. Die Fußgängerstraße León y Castillo lädt ein zum Verweilen und sich zu stärken. Auch sehr schön die kleinen Geschäfte. An der Plaza de Constitución, das Herzstück der Altstadt, finden wir das Rathaus von 1875 und die alte Markthalle von 1882. Im Stadtmuseum finden wir mehrere Ausstellungen und der Garten oder Stadtpark mit 10.000 Quadratmetern lädt zum Relaxen ein, mit einer Vielfalt an Pflanzen und Bäumen. Man nennt Arucas auch die Stadt der Blumen. Auch das Steinbruchmuseum La Cantera ist sehenswert. Auch einen botanischen Garten gibt es. Und zwar nennt er sich der Marquis von Arucas. Zwischen Bañaderos und Arucas an der Straße befindet er sich. Ja, es befindet sich dort ein kleiner Palast, den der erste Marquis von Arucas, Don Ramon, Madame y Uriondo, im Jahre 1880 erbauen ließ. Er schmückte seinen Garten mit mitgebrachten Spezien seiner Reisen, tropische und subtropische Pflanzen, ein wahres Schmuckstück. Dann gibt es natürlich noch die Rumfabrik, La Fábrica de Ron Arucas. 1984 gegründet, garantierte die Versorgung zahlreicher Familien. Einer der wichtigsten Rumkeller Europas ist diese Fabrik auch. Ist auf jeden Fall zu besuchen und dort finden wir 6000 amerikanische Eichenfässer für die Lagerung vom leckeren Rum. Ja, Rundgang und Rumprobe könnt ihr immer Dienstag bis Freitag machen, von 9 bis 14 Uhr. Und der Eintritt dafür sind 5 € pro Person. Also das solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Die haben ganz leckere Rumsorten, Areucas. Und dann, wie gesagt, Areucas an sich selbst, die Stadt ist sehr schön. Man kann dort sehr schön spazieren gehen, die ganze Altstadt, das ist alles sehr gepflegt und solltet ihr euch also nicht entgehen lassen. Auf die Liste für den nächsten Urlaub auf Gran Canaria. Und das ist ein Vormittag oder ein Nachmittag. Man kann natürlich Arucas auch dann noch mit mehreren anderen Dörfern verbinden. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns wieder bei dem nächsten Land und Leute. Danke an alle meine Abonnenten und hasta mañana.